Der Fall Snowden entwickelt sich immer mehr zum politischen Streitfall zwischen den USA und Russland. Der ehemalige US-Geheimdienstmitarbeiter hält sich nach Angaben des russischen Präsidenten Putin weiterhin im Transitbereich des Moskauer Flughafens auf. Forderungen Washingtons, den 30-Jährigen auszuliefern, wies Putin zurück. Snowden war über Hongkong nach Moskau geflohen. Angeblich will er nach Ecuador weiterreisen, wo er Asyl beantragt hat. Die USA werfen Snowden wegen der Enthüllung von Internetspähprogrammen Geheimnisverrat vor. Nach einem langen Tag voller wilder Spekulationen ließ es sich Wladimir Putin nicht nehmen, selbst das weltweite Rätselraten zu beenden. Ja, Snowden ist in Russland. Das war völlig überraschend für uns. Er kam als Transitpassagier an und ist noch immer im Transitbereich. Den ganzen Tag über hatten russische Fernsehsender die Videos ihrer Korrespondenten aus der Aeroflot-Maschine nach Havanna gestern gezeigt, ohne Snowden an Bord. Über 20 waren nach Kuba geflogen, nur um dann vom Co-Piloten zu hören: keine besonderen Passagiere heute an Bord, nein. Auch kein VIP? Nein, nur Journalisten. War Snowden vielleicht überhaupt nie in Russland? Oder hatte er, so andere Gerüchte, heimlich eine andere Maschine an einen unbekannten Ort bestiegen? Nach der Aufklärung gab der russische Präsident sich entschlossen, Snowden im Transitbereich festzunehmen. Dafür, so Putin, gäbe es keinen Anlass. Der habe schließlich in Russland nichts verbrochen. Wir können einen Ausländer nur ausliefern, wenn es mit dem betreffenden Staat einen Auslieferungsvertrag gibt. Mit den USA aber haben wir ein solches Abkommen nicht. Er hoffe, dass die USA Verständnis für diese Position hätten, so Putin noch. Und je schneller Snowden zu seinem endgültigen Ziel ausreise, umso besser. Der russische Geheimdienst habe bis zur Stunde nicht mit Snowden gearbeitet. Staatsmännisch, ja versöhnlich, klang Putin. Ob Washington allerdings das als einen glaubwürdigen Versuch der Schadensbegrenzung empfindet oder eher als bittere, schwer zu ertragende Ironie, bleibt abzuwarten.